Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild mit dem Underwater Frank. Ja, wir wollen jetzt mal die Bandari-Quest weitermachen, die Seuche eindämmen, Reise zu dem kranken Wiesentdorf in Ernstdorf, zu den kranken Wiesent in Ernstdorf, erlege zwei an brucellose, erkrankte Wiesente und verwerte sie. Ja, wenn wir jetzt mal auf der Karte gucken, ist das hier. Jetzt hat er wieder ein bisschen. Hier ist es, in Ernstdorf. Hier ist auch die Hütte, deswegen, da gehe ich jetzt einmal mal fix rüber. Und habe mir jetzt auch den Wegpunkt gesetzt. Und dann legen wir einfach mal los. 400 Meter, das ist nicht allzu weit. Habe jetzt mal die Range Master genommen, weil die Wisente auf jeden Fall ganz gut mit der 338 zu schießen. Mal, was wir hier sonst noch so entdecken. Ich glaube, das mit der Nulldistanz werde ich in Zukunft, glaube ich, auch mal ein bisschen ausmachen. Noch mal kurz gucken. Oh, da haben wir schon einen Fuchs. Ja, kann ich jetzt gerade nicht annehmen, den Warnruf. Oder den Brummschrei, je nachdem. Schon wieder. Wollen hier. There should be a track nearby. Schauen, ob der Fuchs uns jetzt schon gesehen hat. Sind ja eigentlich ganz woanders hin unterwegs. Ich sehe jetzt hier auch noch keine Bewegung. Englas. Auf jeden Fall aus der Richtung. Da ein Fuchs gleich doch sehen. Dachte, ich sehe jetzt hier auch erstmal nichts. Boah, sag mal. Der Fuchs hat es aber echt nötig. Ich sehe jetzt auch nicht, von wo der Schrei kommt. Da vorne ist auf jeden Fall die Spur. Das könnte die Fuchsspur sein. Haben wir auch noch die Quest offen, einen Fuchs aus über 100 Metern zu erlegen. Mal kurz. Achso, das ist in Schönfeld. Okay, das ist hier nicht. Hier erstmal weiter. Mal Richtung der Quest. Oh Mann, da. Der Fuchs da. In den nächsten Folgen werde ich auch mal Amerika ein bisschen bereisen. Die Layton Lake District Karte. Ich muss noch mal kurz gucken, jetzt gucken wir aber wirklich mal. So, Vorteile, Gewehre. Ne, das ist Fertigkeiten. Fertigkeiten. Ne, es ist Gewehre. Genau, mit dem Punkt hier wieder rausnehmen können. Und das wieder hey, wake up. Deaktivieren kann. Jetzt haben wir es erstmal deaktiviert, okay. Ne, weil mit der Nulldistanz. Das manchmal achtet man nicht drauf und dann ist das meinetwegen auf 300 Meter oder 75 Meter eingestellt. Dann hat man das Problem, dass man dann entweder ja, zu niedrig oder zu hoch schießt. Das wollen wir natürlich nicht. Fuchs will unbedingt geschossen werden, habe ich so das Gefühl.
So, jetzt sind wir auch gleich da. Den Fuchs hatten wir jetzt noch keinen Call. Gucken mal, wo da die kranken Wisente sind. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht einfach so wieder rumstehen, sag ich mal, wie das andere Wisent. Dass wir da eine paar Folgen zuvor geschossen haben. Beziehungsweise, wo wir halt den Kadaver angehören. Reise zu dem kranken Wisent in Ernstdorf. Okay. Ne, wo wir hier den Kadaver da eingesammelt haben und die Probe untersucht haben quasi. So, haben wir den Wegpunkt auch soweit erreicht. Da vorne ist noch ein Fragezeichen. Mal Richtung Fragezeichen. Wieder eine schöne sind das die kranken Wisente? Auf jeden Fall eine ganze Herde. Erlege zwei an Brucellose erkrankte Wisente. Ich denke mal einfach jetzt wieder vorne, ne? Schießen wir mal eins. Hat er wieder aktiviert. So, einen haben wir schon mal. Einen haben wir auch getroffen. So, jetzt müssen wir bloß hinterher. Einer ist schon tot. Gucken, ob der zweite sich auch gleich noch verfärbt. Mal den Wegpunkt wegmachen. Ja. So, gucken, ob der zweite auch getroffen wurde. Den Hochstand können wir auf jeden Fall schon mal aufbauen. Ist halt nur die Frage, sind das jetzt die Erkrankten? Ah ja, jetzt sind beide tot. Da oben liegt schon einer. So, mal gucken. Hier haben wir noch eine Essensstelle. Bedürfnisgebiet. Da oben liegt auf jeden Fall einer. Oh, der zweite liegt. Mal sehen, ob das jetzt schon Quest ist. Schauen wir mal. So, Bronze. 599 Punkte. Ja, einen haben wir. Oh. Da kommt was. Der kommt hier gerade. Jetzt im Wisent ist. Na, gucken wir mal, was wir denn als Folgequest noch machen müssen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was das jetzt für ein Call war. Mal hier einmal über die Anhöhe. Da irgendwas sehen kann. Was läuft hier rum? Ach, da vorne ist noch ein Wisent. Irgendeins ist hier vorne noch. Da sind zwei. Ob er jetzt kommt oder ob er liegen bleibt. Ne, der bleibt liegen. Der andere rennt weg. Gut, dann nehmen wir erstmal die Spur von dem anderen hier auf. Und wo war hier eine Blutspur? Hier ist die Blut. Könnte der natürlich sein, ja. Dass wir den jetzt zweimal getroffen haben. Schauen. Ja, das ist er auch, weil jetzt hat sich auch kein Kreis mehr verfärbt. Haben wir den zweimal getroffen. Ja, damit sind wir dann mit der Quest, glaube ich, auch durch. Jetzt müssten hier zwei Treffer sein, glaube ich. Okay, naja, this genau. Will go far in containing the spread of the disease. Thanks a lot. Okay. It seems that word is spread on your work with the bison. Maybe you've heard of Marvin Tressler? He owns a company called Star Hunting Tours and hosts clients who come out to the reserve to hunt our big population of wild boar. Oha.
He was grateful for your work with Dr. Bondotti in containing the disease. As a result, it did not spread to the boar population. He asked me whether you might be interested in assisting him as well. The wild boar population is concentrated in the northern parts of the reserve, but they sometimes move south, and Zomel is not happy about it. You see, they have a fondness for Zomel's crops. Tressler and Zomer have been at each other's throats about the boars lately. And if you could help out by creating some hunting pressure at the crop fields, that would really help defuse the situation. For now. Okay. So, nehmen wir das Tier erstmal an. So, wir würden gerne die Möglichkeit untersuchen, die Wiesentkuh zu sterilisieren. Vielleicht wäre es einfacher, nachts zu jagen. Okay. Sorgen Ritterstein und Müllerwald für Jagddruck. Okay. Mal kurz mal gucken, die Mission. Haben wir hier Bandari 3. Erlege bei Nacht eine Wiesentkuh. Head to the fields in Ritterstein and Mühlewald to get started on the hunting pressure. Also Bandari müssen wir jetzt eine Wiesentkuh mit einer Goldpunktzahl. Das ist auf jeden Fall eine sehr harte Quest. Und Tesla gehe zu den Getreiden von Müllerwald und sorge auf den Getreidefeldern von Müllerwald für Jagddruck und auch in Ritterstein. Können wir auf jeden Fall mal annehmen, die Quest. Haben wir auch schon angenommen. Okay, dann gucken wir auf der Karte, wo das jetzt ist. Haben wir einmal Ritterstein. Achso, und Müllerwald da oben. Okay, da war ich noch gar nicht. Da müssen wir auf jeden Fall hier auch noch eine Hütte entdecken. Glaube ich, da ist noch eine. Gut. Ja, dann würde ich sagen, reisen wir dann mal als nächstes mal nach Ritterstein und Müllerwald. Und da würde ich sagen, sehen und hören wir uns dann in der nächsten Folge von The Hunter Call of the Wild mit dem Anna Waterfrank. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.